Freunde. Die Kämpferinnen sind bereit. So let the fight begin. Freuen wir uns auf den 23. WM-Kampf von Frau Doktor. Ihre Gegnerin Olga Stavroga kommt aus Nischni Tagil, einer 360.000 Einwohner-Gemeinde am Fuß des Orals. Herzlich willkommen am Ring im Zirkus Kronenbau in München nach ihrem imposanten vorzeitigen Sieg über Cathy Lemay, immerhin Weltmeisterin, eine Klasse höher, bis 65 Kilogramm ist. Thais heißt darauf, auch die 26-jährige Russin vorzeitig in die Kabine zu verabschieden. Interessant eben bei den Nationalhymnen zu beobachten, wie bei der russischen Hymne Dr. Gesine Thais nochmal die Bewegungsabläufe durchgegangen ist. Augen zugemacht. Nochmal alle Vorbereitungen vom inneren Auge hat ablaufen lassen. Sie überlässt in ihren Kämpfen nichts im Zufall. Gute Rechte zum Kopf von Stavrova. Die ist nicht zu unterschätzen, die hat einen harten Schlag. Das hat man bei der Pratzenarbeit hier im Vorfeld dieses Kampfes gesehen. Sagt sie sich selbst, sie ist die bessere Boxerin. Mit dem Kicken hat sie es nicht so unbedingt. Auf die Frage, was sie von Christine Thais heißt, sagt sie eigentlich gar nichts. Ich kenne die gar nicht, habe mich gar nicht auf sie vorbereitet. Naja, vielleicht auch ein Vorteil, wenn man nicht weiß, wie man da vor sich hat. Aber sie wird es, denke ich, hier ganz schnell kennenlernen, die boxerischen Qualitäten von Christine Thais. Stavrova recht beweglich jetzt hier noch in der ersten Runde. Ist natürlich schwer für sie, an Thais ranzukommen. Die hier Reichweite sehr gut ausnutzt in der ersten Runde. Na, gute Kicks von Thais. Nochmal die rechte. Erste Runde geht an die Weltmeisterin. Mladen Stego wartet zufrieden mit dieser ersten Runde. Sie soll noch etwas die Distanz verbessern, damit sie besser an Stavrova rankommen kann. Soll euch durch mal drei Schläge abfeuern, aber ansonsten war das schon alles ganz gut. Hatte zumindest Olga Stavrova im Griff. Wieder gut zu sehen. Stavrova hier mit mächtigen Schwingern. Aber steht viel zu weit weg von Christine Thais, die natürlich auch auf den Beinen sehr schnell ist. Sie weiß, dass ihre russische Gegnerin da gut zuschlagen kann und entsprechend gewappnet ist sie. Ja, aber Stavrova war jetzt mutiger in dieser zweiten Runde. Hat sie mal einen Kick gewagt und direkt die Rechte kassiert. Oh, gute Linke zum Kopf von Thais. Ja, da muss sie aufpassen. Nach Aktion muss sie die Deckung oben behalten. Und wieder hängt sie hier mit etwas runter, die rechte. Und dann kommt natürlich der Schlag zum Kopf. Nun weiß man, dass Christine Thais auch einiges vertragen kann. Aber das war mal so ein guter Hello-Wachschlag, der ihr zeigt, dass sie hier nicht unbedenklich angreifen kann, dass sie immer wieder auf ihre Deckung achten muss. Diese linken Schwinger sind gefährlich. Oftmals zu kurz angesetzt, aber eben durchgekommen. Schöner Konter von Thais. Zwei, dreimal zum Kopf von Stavrova. Und die greift hier gleich wütend an. Und wieder die linke zum Kinnwinkel. Nicht voll durchgezogen. Da muss Thais aufpassen. Ungefährlich ist sie nicht. Nochmal die linke. Ja, adäquates Mittel, mal wieder ein Kick. Runde 3. Eine dritte Runde. Thais mit einer Rötung unter dem rechten Auge. Das war das Resultat von zwei, drei linken Händen von Stavrova. Und wieder schlägt es da ein. Sie soll mehr kicken, sie soll mehr die Distanz halten. Und mit dieser linken, da kommt sie überhaupt nicht zurecht. Und Stavrova, die hat jetzt richtig hier Mut gefasst, ist beflügelt. Man sieht ihr an, sie hat jetzt eine ganz andere Körperhaltung
Und ganz schwierige Phase jetzt von Theis, an diesen Schwingern, ich sag's nochmal, vorbeizukommen, die aber allzu oft noch einschlagen. Genau, Frontkicks sind jetzt hier das adäquate Mittel, erstmal Stavrova davon sich fernzuhalten und danach zu setzen, so wie sie es jetzt gemacht hat. Da ist die Russin anfällig. Kam da ganz schüchtern daher bei der Pressekonferenz und beim Wiegen, aber hier im Ring, da entwickelt sie doch erstaunliche kämpferische Qualitäten, auch wenn sie jetzt hier kräftig einstecken muss. Gute Aktion von Theis. Kick, genau. Na, vielleicht probiert sie auch mal mit einem Ex-Kick, mit dem hat sie ja in den letzten Kämpfen Erfolg gehabt. Die muss wieder nach einer Aktion raus aus der Gegnerin, sonst fängt sie hier relativ viel. Diesmal war es die rechte. Kick und dann wieder raus. Offener Schlagabtausch ist gegen diese Stavrova brandgefährlich. Weil die geht nach vorne, knallt einfach mal links, rechts ab, ohne groß zu zielen. Und Schlaghärte, Schlagkraft, die hat sie. Aber jetzt hier gute Runde von Christine Theis, aber sie fängt zu viel, wieder was die rechte. So, vierte Runde, da gab es in der Ecke von Stavrova kleinere Auseinandersetzung mit ihrem Trainer Alexander Bunkow. Hat ihr irgendwas ins Ohr geflüstert, frisch ist, und Stavrova war da überhaupt nicht mit einverstanden. Also das Mädel hat Temperament. Schöner Sidekick, Frontkick. Ja, das ist genau die richtige Taktik. Die Theis jetzt da einschlägt und sofort nachsetzen. Aber gefährlich. Sie vernachlässigt da immer wieder die Deckung. Und dann kommen diese brandgefährlichen Haken und Schwinger von Stavrova. Wieder schlägt es ein am Kopf von Dr. Christine Theis. Also mit Sicherheit seit langem mal wieder der härteste Fight, den sie hier zu bestreiten hat. Stavrova atmet schon ein bisschen schwer. Das ist natürlich auch ein Vorteil von Christine Theis, die konditionell immer topfit ist. 10 Runden geht sie locker, könnte auch 12 und 15 gehen. Die rechte von Theis verträgt auch einiges. Stavrova, die Nummer 1 der WKU-Rangliste. Nathalie Bie. Und warum sie Nummer 1 ist, das zeigt sie hier eindrucksvoll. Schön abgefangen, auf der Innenbahn die Rechte durchgekommen. Ja, wenn Theis hier die Sache ruhig bestreitet, dann hat sie auch ihre besten Szenen. Runde 5. Fünfte Runde in einem wirklich klasse Kampf. Da sagt man immer, dass Frauen-Kickboxen oder Frauen-Boxen hat keine Dramatik, hat keine Härte, aber dieser Kampf hier, der beweist das Gegenteil. Das ist eine Dr. Christine Theis, die überrascht ist von der Schlagstärke und von auch dem Mut ihrer Gegnerin, und eine Russin, die hier durchaus gewillt ist. Und da geht sie zu Boden! Schwerer Schlag zum Kopf. Oh, 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 Dr. Christine Theis wackelt. Dr. Christine Theis ist schwer angeschlagen. Schaut mit glasigen Augen zu Ringrichter Filipovic. Und er gibt den Kampf nochmal frei. Hopp, schwer, ganz schwer angeschlagen ist. Sie stellt sich jetzt im Kampf. Bin mal gespannt, ob sie das übersteht. Und die Stavrova wird natürlich versuchen, jetzt hier den finalen Schuss zu landen. Christine Theis wackelt noch immer. Fängt die nächste. Filipovic geht dazwischen. Das macht er. Gibt den Kampf nochmal frei. Wenn sie das übersteht, dann ist sie eine ganz harte.
Sie versucht sich jetzt mit Klammern hier über die Zeit zu retten. Christine Theiss. Mein Gott, welche Dramatik. Und Stavova greift wieder an, kommt zweimal zum Kopf durch. Theiss bleibt stehen. Aber der Blick ist immer noch glasig. Und sie ist weich in den Knien, aber die kämpft sich da jetzt durch. Oder auch nicht, fängt die nächste, aufwärtshack. Stavrova ist natürlich jetzt wie entfesselt. Noch 26, 25 Sekunden, die können ganz, ganz lang werden für Christine Theiss. Da kommt sie wieder auf der Innenbahn durch. Aufwärtshaken, Kopfhaken und Theiss wehrt sich. Unglaublich, wo nimmt sie diese Kondition, die Kraft her? Den Mut, den Willen hier durchzuhalten. Was für ein Kampf. Und die Stavrova, da fällt jetzt auch nichts ein, die donnert jetzt hier auf die Deckung. Und nochmal eine Schwere, und nochmal eine Schwere, und dann ist die Runde vorbei. Oh, 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 was für eine Runde. Okay, also, nicht die linke Runde, nicht die linke Runde. Sechste Runde in einem Wahnsinnskampf. Und Mladen Steko hat es nochmal gesagt, sie soll die linke hochnehmen, damit er die rechte und damit die linke nicht wieder einschlägt an ihrem Kopf. Sie hat gesagt, sie ist wieder klar, aber ganz so klar scheint es mir noch nicht zu sein. Sie wehrt sich jetzt, Christine Theiss. Und diese Stavrova, unglaublich, was das Mädel hier plötzlich entwickelt, wie sie an der Gegnerin explodiert. Sie darf keinen mehr auf sein Kind bekommen, wurde ihr in Ringecke gesagt, Theiss. Ja, vollkommen neues Erlebnis für sie, sonst hat sie die Kämpfe immer überlegen geführt, überlegen die Gegnerin beherrscht. Und jetzt hier kommt diese kleine, knubbelige Russin und sie zeigt, was sie drauf hat. Sie zeigt auch die Schwachstellen von Theiss auf, dass sie eben ihre Deckung allzu oft vernachlässigt. Und wieder lässt sie die rechte hängen. Linker Haken auf der Innenbahn. So, müssen die beide in die neutralen Ecken. Da ist Flüssigkeit auf dem Ringboden. Ich denke, diese Pause ist vor allen Dingen Christine Theiss gut. Die ja nochmal durchatmen kann. Hier ihr Ehemann Hans natürlich besorgt. Man hat mit allem gerechnet, aber nicht, dass diese kleine Olga Stavrova Christine Theiss derart fordert. Und alle haben gelacht, als sie gesagt haben, ich schicke die Theiss in die Rente, aber es war kurz davor. Und noch hat Theiss diesen Kampf hier nicht gewonnen. Die ersten Runden, okay, die gingen an sie, aber jetzt, was die Stavrova da abzieht, ist schon sensationell. Backhandschlag. Es sind so einfache Mittel, mit der Stavrova hier immer wieder zum Erfolg kommt. Es sind diese weit hergeholten Schwinger, aber Theiss holt eben ihre Schläge auch weit her und dann ist sie offen und dann schlägt es ein. Offener Schlagabtausch. Wahnsinnskampf. Runde 7 und in dieser Ringpause, da hat man alle Mühe gehabt, die Kontaktlinse wieder bei Christine Theiss das Auge zu bringen, die sie nach einem Schlag von Stavrova verloren hat. Sie ist nach wie vor viel zu offen, aber eins würde ich sagen, wie sie diese K.O.-Prozedur, die ja fast passiert ist, überstanden hat, wie sie da stand und wie sie zurückgefeindet hat, das war schon in allererster Sahne, egal wie der Kampf jetzt ausgeht. Und da kommt die nächste Linke. Und wieder ist sie angeschlagen. Christine Theiss. Hoi, hoi, hoi. Und nochmal kommt sie durch. Mein Gott, was für ein Mädel. Hätte ihr keiner zugetraut. Holt jetzt Tiefluft. Aber die holt die letzten Energien raus. Und sie weiß, sie hat hier eine Chance, weil Christine Theiss ihre Deckung vernachlässigt. Weil sie nach wie vor die Rechte hängen lässt. Und da schlägt es immer wieder ein. Unglaublich. Aber ich glaube, Christine Theiss hat sich auch immer noch nicht ganz erholt von diesen harten Dinger, die sie da nehmen muss. Linke, rechte, Filipovic geht dazwischen.
Wollt jetzt den Ringarzt. Warte, was ist passiert? Da muss er wieder nach oben. Dr. Hans Spiegel. Cut über dem linken Auge. So, und hier nochmal diese fürchterliche linke Zumpfkopf von Dr. Christine Theiss. Es hat sich angedeutet, schon in den ersten Runden, dass sie da ein bisschen sorglos mit ihrer Deckung umgeht. Aber Julia Ehrmann, ja, alle sind hier entsetzt in der Halle und sie sorgt hier für diesen ganzen Wirbel. Olga Stavrova, 26 Jahre alt, Gerichtsdienerin, bereitete sich bei einer Spezialeinheit der Polizei auf diesen Kampf vor. Aber und da wird in der Ecke jetzt diskutiert. Versucht jetzt die Blutung zu stoppen. Wir wollen weiterkämpfen. So, und Mladen Steko ruft, wir wollen weiterkämpfen. Filipovic erklärt da noch was in der russischen Ecke. Bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Fragende Blicke. Ja, sie kann. Wir weiter. Mladen Steko sagt, sie kann, es geht weiter. Bewegt dich, gibt es die Deckung hoch. Und sag doch mal, zu Teil, bewegt dich, nimm die Deckung hoch. Können beide auf die Köpfe aufpassen. Okay. Wir machen weiter, okay? Right. Und weiter geht hier dieses muntere Gefecht, dieses knallharte Gefecht, bei dem Dr. Theiss hier drauf und dran ist, ihren Titel zu verlieren. Ja, da hat sie mal gut zurückgewickelt und da kommt die Konter und da trifft sie jetzt Stavrova selber ganz hart. Und da steht sie jetzt an den Ringseilen und nimmt die linken und die rechten von Theiss. Unglaublich, was die beiden hier abziehen. Aber sie muss auf diese linke aufpassen. Jawohl, jetzt geht sie auch richtig rum, jetzt geht sie von der linken weg. Und nochmal, Links-Rechts-Kombination zum Kopf von Stavrova. Die holt alles aus sich raus, aber ich glaube, auch bei ihr schwinden die Kräfte. Und die Arme hoch. Mladen Steko hat noch nie so viel auf seinen Schützling einsprechen müssen wie in diesem Kampf. Deckung oben, hat er gesagt. Und es wäre jetzt wirklich ganz gut, wenn Theiss diese letzten drei Runden für sich entscheiden würde. Wie gesagt, die ersten drei, vier Runden hat sie gepunktet und dann kamen diese fürchterlichen Schwinger von Stavrova. Und jetzt muss sie versuchen, das Ganze ja wieder in den Griff zu kriegen. Sah zu Ende der letzten Runde ganz gut aus. Da hat sie Stavrova gestellt an den Ringseilen, hat dann mit einer Salve von Schlägen sie eingedeckt. Die hat sie auch alle nehmen müssen. Und schön, die ganz schnell hier die Rechte abgezogen zum Kopf von Stavrova. Und jetzt mit Kick sich die Kleine da vorm Leib halten. Und da kann das Ganze ja noch zum Guten gewendet werden. Aber wie gesagt, die ist in jeder Sekunde für eine Überraschung gut. Die kleine Russin, da schlägt es wieder ein. Diesmal ist es die rechte. Nochmal schwere Rechte. Mein Gott, was ist los? Dr. Christine Theiss hat irgendwie den Faden verloren. Jetzt kommt die Stavrova wieder, setzt jetzt alles auf eine Karte. Aber trotzdem erstaunlich, sagenhaft, wie Theiss da dagegen hält. Eigentlich war sie schon weg vom Fenster. Ja, war ein Schwinger. Der hat sich fast selber von den Beinen geholt, Stavrova. Sie nimmt, aber dann kommt sie durch und ihre Schläge sind einfach härter als die von Theiss. Das muss man ganz klar sagen. Wenn sie trifft, dann wackelt Christine Theiss. Die Runden vergehen hier wie im Fluge, weil immer pausenlos irgendwas passiert. Die letzten Sekunden
Wahnsinnskampf. Ich habe es schon mal gesagt, habe ich noch nie gesehen bei einem Frauenkampf. Solch eine Härte, solch eine Dynamik. Toll. Komm, lass ihn auf. Okay, nicht drücken, bitte. Beweg deine Beine. Okay. Nicht prügeln, bewegt deine Beine. Ratschlag vom Laden Steko. Neunte und vorletzte Runde in einem WM-Kampf, mit dem niemand gerechnet hat. Vor allen Dingen nicht damit, dass Christine Theiss hier wackelt, dass sie zu Boden muss, als sie schwer angenockt war und sich nur mit Ach und Krach auf den Beinen gehalten hat. Sie hat Katz im Gesicht. Stavrova hat ihr mächtig zugesetzt und die greift jetzt wieder an und kommt wieder mit der linken durch. Sie muss einfach häufiger ihre Kicks einsetzen, aber nicht alibimäßig, sondern mit Schmackes, und da muss sie nachsetzen. Da genau, das wäre die Chance gewesen, Stavrova da in der Ringecke ein paar Mal zu treffen, aber da hat sie sich geschickt weggeduckt. Stavrova ist ziemlich am Ende ihrer Kräfte. Das sieht man. Sie atmet schwer. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für Christine Theiss. Vielleicht ist es ja die Routine, die sie hätte. Daher muss sie jetzt nachsetzen. Das hätte sie früher getan, aber einfacher gesagt als getan. Dafür fängt sie wieder die Linke. Hin und her geht dieses Gefecht. Und eine unglaubliche Stimmung hier in München. Ja, im Moment, wenn man denkt, sie kann nicht mehr, die Stavrova, dann setzt sie noch einen oben drauf. Das war jetzt kein Wirkungstreffer, sondern ist sie weggerutscht. Doch Christine Theiss gut gesehen von Filipovic. Kein einfacher Kampf für ihn. Links steckt sie wieder ein. Oi, 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 oi. Ich wiederhole mich hier pausenlos, aber es sind die ganz einfachen Sachen, die heute bei Dr. Christine Theiss eben nicht klappen, dass sie die Faust nach oben nimmt, die rechte, und diese linke einfach wegblockt. Jetzt trifft sie sogar noch mit einem Kick. Stavrova, unglaublich. Wahnsinn. Nochmal, als Theiss zu Boden muss, allerdings ohne Schlagwirkung. Die zehnte und letzte Runde, und sie soll nicht prügeln, sie soll jetzt die zehnte und letzte Runde nochmal boxerisch gestalten und gucken, dass sie die gewinnt hat. Ladensteko gesagt, von den Punkten her sieht es gut aus, wir sind nicht hinten. Da bin ich mal gespannt, wie das dann die Punktrichter sehen werden. Ja, aber alle, die gedacht haben, diese Stavrova, die, oh, da sind sie mit den Köpfen ganz nah gekommen, oh, wow, 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 wow. Die Stavrova, die hat keine Kondition für 10 Runden, ja, die haben sich hier schwer getäuscht. Und die Schlaghärte bei der Pratzenarbeit, die hat sie hier eindeutig unter Beweis gestellt. Letzte Minute eines großen Kampfes von beiden Kämpferinnen. Der Theiss macht das jetzt richtig, müsste allerdings hier nochmal zumindest ein, zwei Akzente setzen, aber sie schwankt schon wieder etwas. Ist stackelig auf den Beinen. Der Pakt geht auf, aber das wird sie jetzt durchhalten noch im Rest dieser Runde, und Stavrova greift an, als gäbe es keinen Morgen. Aber das ist natürlich die Chance ihres Lebens, Weltmeisterin zu werden, und das gegen den Superstar der Kickbox-Szene, gegen Christine Theiss. Ist sie wieder angenockt, sie wackelt, noch 20 Sekunden zum dritten, vierten Male, und Stavrova aufwärtshaken, nochmal die linke, die versucht zu kicken, aber da kommt nichts mehr. Die steckt ein, die schwankt. Unglaublich, was Theiss da einstecken muss. Die letzten 10 Sekunden kann sie jetzt zumindest auf den Füßen überstehen. Die bricht fast zusammen und dann ist der Kampf vorbei. Der Kampf ist vorbei. Und Christine Theiss hat wirklich hier viele, viele schwere Situationen überstanden. Aber schauen Sie mal, wie sie aussieht. Meine Damen und Herren, wir schreiten zur Urteilsverkündung. Oleg Jutschenko wertete 98 zu 96 für die rote Ecke. Henri Chalet wertete 96 zu 94 für die blaue Ecke.
wertete 99 zu 95 für die rote Ecke und damit neue DKU-Weltmeisterin im Einschlägergewicht Kickboxen. Olga Stavrova. Wer hätte das gedacht? Olga Stavrova holt sich in München. Der Gürtel wird überreicht. Im Heim von Dr. Christine Theiss, deren Weltmeistergürtel mit einer fantastischen Leistung hat. Die muss man natürlich auch Dr. Christine Theiss attestieren, die wirklich kurz vor dem K.O. war, wie sie dann zurückgekommen ist, auf wackeligen Beinen, wie sie dann noch eine Minute überstanden hat, wie sie dann noch einmal Gas gegeben hat, wie sie dann wieder gepunktet hat. Aber sie hat einfach zu viel kassiert. Und ich gebe ab zu meinem Kollegen Matthias Kiel.